Herzlich willkommen, Leute. Wir spielen dieses unfassbar schreckliche Spiel weiter. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass ich eine unglaubliche Pussy bin. Nicht. Ah, fuck you! Denn da bin ich der Hexe begegnet. Ich habe in der letzten Folge mal rumgeguckt und habe den Ausgang nicht gefunden. Versuche den jetzt erstmal zu finden. Ich habe mal 2 Tage pausiert, um mich emotional zu erholen. Von dem ganzen Schock. Okay, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass dieser Kerzenleuchter beim letzten Mal schon da war. Was ich auf jeden Fall brauche, ist meine Axt. Ohne meine Axt gehe ich nirgendwo hin. Nach der letzten Aktion. Oh, wieso spiele ich dieses Spiel überhaupt weiter? So, da ist meine Axt. So, let's go. Beim letzten Mal habe ich ja einen Weg mir freigekämpft. So. Ich muss ziehen, habe ich vergessen. So. Wenn die Hexe so nett wäre, würde sie mir jetzt die Tür aufmachen und mich hereinbitten. Aber ich habe ja, da ich ja kein kleines Kind dabei habe, lässt sie mich sowieso nicht hinein. Wir versuchen es einfach mal mit Gewalt. Ne, das funktioniert auch nicht. Okay. Was soll ich lieber ablegen? Augen zu und durch. Oh Mann, zum Glück spiele ich dieses Spiel vormittags. Okay. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Oh Mann. Wir bringen uns einfach selbst um. So. Oh mein Gott. Huh. Okay, es geht weiter. Wird die Axt scheinbar doch öfter. Ah! Ich hab die Tür nicht aufgemacht. Vielleicht bittet sie mich rein. Hallo? Sind Sie ein Triebtäter? Ich möchte echt nicht rein. Also nach dem letzten Schocker bin ich da sehr vorsichtig geworden. Okay. Komm doch, wenn du willst. Komm doch! Fuck you, fuck. Wo? Ja, wenn ich Geräusche höre, aber nicht weiß, woher sie kommen, dann ist es schon echt bitter. So, und ich sehe da kleine Handabdrücke. Kleine, blutige Handabdrücke. Und was macht man in solchen Situationen? Man folgt natürlich den blutigen Abdrücken. Ah, sie spielt gerade Kavlier, merkt ihr das? Klavier. Ah! Okay, sie hat aufgehört, wir haben sie gerade dabei gestört. Und ihr wisst ja, wie es ist, man möchte beim Klavierspiel nicht gestört werden. Du darfst ruhig weiter Klavier spielen. Ich gehe auch wieder nach Hause. Oh fuck, wir wohnen hier eigentlich. Hat sich das Bild bewegt? Nee, das sind wieder Einbildungen. In der letzten Folge habe ich meine Axt gesehen, dachte, es wäre ein Schatten, hat mich erschreckt. Ich erschrecke mich also schon langsam von mir selbst. Da liegt aber ein Bild und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nur nicht mehr. Oh Mann. Komm schon, geh näher ran. Na gut, ich stelle erstmal ab. So, was haben wir denn da? Oh. Vorderseite Jess und Baby Chloe, gute Zeit. Rückseite die richtige Notiz, hilft dir den Geist. Den Geist des Dieners zu finden. The Night Note is the key to find the spirit of the servant. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ich glaube nicht, dass ich alles hier übersehen habe. Ja, totaler Schwachsinn. So. Da dürften wir jetzt auch reinkommen können. Ich meine, oben waren wir ja schon. Wieso sollten wir nochmal hochgehen? So, Hexe, ich komme jetzt rein. Ach, muss ich schon wieder ziehen. Kann ich das irgendwie in 2 Hände nehmen?
Na gut, ich leg's erstmal ab. Damit ich etwas mehr sehe. Ah, eine Puppe. Oh Mann. Bitte nicht nichts Böses. Bitte nichts Böses. Okay, ist nichts Böses passiert. Ist gut. Okay, wir können diese komische Puppe wieder zerstören. Und ich weiß immer noch nicht, was mit diesem Rauch passiert, was es damit auf sich hat. So, scheiße. Okay, Axt-Action. Oh, seht ihr das? Dam, da, dam, dam. So, in der Küche waren wir ja schon. Dann sind wir da rausgelaufen. Dann kamen wir. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, wenn mich meine Intuition nicht täuscht. Und meine weibliche Intuition täuscht mich eigentlich nie. Okay, Hexe, ich komme jetzt hoch. Ob du bereit bist oder nicht. Das klappt schon wieder. Waren wir eigentlich schon hier drin? Hui! Nee, wir waren hier noch nicht. Das ist das Badezimmer. Okay. Ich glaube, das haben wir. Das ist das, was wir von unten gesehen haben. Ja, ein sehr, sehr schönes Badezimmer, ja. Die Badewanne hat nur leider schon lange niemand mehr geputzt. Zum Glück, Leute, bin ich schon abgehärtet. Das hat mir mal so gar nichts ausgemacht. Nee, Hexe, das war nur so mittelunheimlich. Das kannst du besser. Das weiß ich. Ach, die Kerze funktioniert sowieso nicht mehr. Hier, die kannst du haben. Okay. Oh, das ist ein sehr schönes Bild. Vorderseite Ben und Jessica, Verlobung 2012. Rückseite? Dumpf. Offenbar die Geheimnisse der Luft. Ein bisschen Zähne putzen. Schon gut gemacht, dass man mit allem interagieren kann. Oh, ein Schminkspiegel! Ja, damit kann man natürlich wieder nicht interagieren, ne? Okay. Decoration Book. Gibt es hier nicht mehr zu entdecken als diese komische Badewannennummer? Wenn ja, dann bin ich enttäuscht. Vielleicht können wir die Klospülung betätigen? Bestimmt können wir die Klospülung betätigen. Ah, guck mal, was da liegt. Ich habe schon mal bessere Animationen gesehen. So, wir brauchen diese Matruschka. Okay. Und. Warte, ich wollte sie werfen. Und. Das ist ja schiefgelaufen. Also das Badezimmer ist ziemlich langweilig. Ich glaube, wir gehen hier wieder raus. Außer wir können diese Vitrine zerstören. Können wir sie aufmachen? Ne, können wir nicht. Also gehen wir doch lieber wieder raus. Okay.
Ach, das Methadon kennen wir. Ich weiß nicht mehr genau, was hier alles oben war. Aber wir können ja mittlerweile alle Türen aufmachen. Okay. Er geht doch auf. Okay. Da hat jemand den Fernseher eingelassen. Chloe, warst du das wieder? Komm sofort her und mach den Fernseher aus. Das ist eine absolute Stromverschwendung. So, ich höre hier merkwürdige Geräusche. Du! Du! Du bist besser. Ja. Ja. That's how we play. Wir könnten es auch mal mit der Doppelachse probieren. Los, komm, Hexe, komm. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt wird's für dich anhalten. Ja, ich hoffe, die Teile funktionieren auch wirklich wie die Axt. Weil wenn nicht, dann. Wir müssen erstmal. Ah. Wir müssen den richtigen Zahlencode herausfinden. Und den finden wir irgendwo als Hinweis. Bin ich mir ganz sicher. Da ist noch eine kleine Axt. Das ist auch wieder so ein Stahlfernseher. Okay, das könnte ein Hinweis sein. In Geschichten über Baba Yaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Der Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehören sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen menschlichen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien. Es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen. Indem er etwas wahrlich Böses tut. Okay. Ich könnte also den Platz meiner Attacke einnehmen. Da könnte ich mich durchkämpfen. Ich könnte also den Platz meiner Tochter einnehmen, damit sie nicht, ja, mehr von der Hexe belästigt wird. Aber wollen wir das? Ja, natürlich. Die Eltern müssen doch immer den Scheiß von den Kindern ausbaden. Okay. Der Fernseher ist aus, zum Glück. Der hat nämlich echt genervt. Okay, ich habe das leise Gefühl, wir müssen uns hier durchkämpfen. Und hier kommt. Oh! Nee, 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 nee. Da ist eine Spinne. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das Spiel ist jetzt für mich vorbei. Das ist vorbei. Also Hexen, Dämonen, da kann wirklich kommen, was will, aber Spinnen, da hört der Spaß auf. Vergiss es. Vergiss es. Scheiße. Oh. Hey, Baba Yaga. Bitte komm und hol mich. Bitte komm und hol mich! Geh weg, Spinne, geh weg, geh weg! Kann ich da gar nicht rein? Ist das wieder so eine. Ist das wieder so eine Hexennummer, wo die jetzt hierher geschossen kommt? Ich will da nicht durch die Spinnen durch. Das ist doch scheiße! Ich nehme lieber die kleine Axt.
Auf Nummer sicher zu gehen, nicht, dass wir hier wieder zurück müssen, weil die große nicht funktioniert. Okay, vielleicht könnte wieder irgendwas unheimlich passieren. Ich will da nicht durch. Geh weg, Spinne, geh weg! Geh weg! Aber ich verstehe nicht, warum ich da nicht durch kann. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Muss ich vielleicht erst den Safe aufmachen? Habe ich irgendwas auf dem Weg übersehen? Weil, ihr seht, ich kann mich da nicht rein teleportieren. Leute, ich habe die Idee. 2012, die Verlobung. Offenbar die Geheimnisse der Luft. 2012? 2012? Das könnte das Passwort sein. Könnte. Also, man nimmt das so oft. Einfach mal den Hochzeitstag. Oder das Hochzeitsjahr. Eigentlich den Hochzeitstag. Vielleicht ist es in diesem Fall das Hochzeitsjahr. Mal testen. Okay. 2012. Ich war mir so sicher. Ich muss noch mal runter. Ich muss mich unten noch mal umsehen. Ob ich hier noch irgendwelche Hinweise finde? Ist ja dieses komische Auge. Muss ich das vielleicht mitnehmen? Ha! 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 Ja! Okay. Here we go. Eine geheime Toilette. Wie clever. Sie konnte bestimmt nicht vor ihrem Mann auf Toilette gehen, deswegen eine geheime Toilette hinter der Wand. Das ist klug. Was? Wer? Wo? Wie schnell gehst du bitte zu? Und die Uhr hängt schief. Passt hier schon mal gar nicht. Okay. Okay, ich habe die Lage erkannt. Wir machen mal Strom an. Nee, da gehe ich niemals hoch. Okay, gucken wir uns erstmal hier unten um. Kann ich das überhaupt noch? Ja. Was es hier überhaupt gibt. Oh, hier ist so eine kleine Puppe, mit der ich nichts anzufangen weiß. Hey, das gibt's doch nicht. Komm her! Jetzt. Okay, Hexe. Ich bin unterwegs. Chloe, halt durch! Ah! Ich bin reingekommen. Leute, ich bin reingekommen. Hoffentlich kommen jetzt keine Spinnen. Hoffentlich kommen jetzt keine Spinnen. Es kommen Spinnen. Bin ich mir sicher. Ich nehme das schon mal.
Ah, es sind Spinnen. Es sind Spinnen. Überall Spinnen. Oh, ich kann sie töten. Ich kann die töten spinnen. Ich kann die Spinnen töten. Ah! Okay, ist doch keine so große Spinnen-Action. Ich kann da bestimmt raus. Ja, ich kann da raus. Das war meine Idee. Das Spinnennetz muss da einfach nur weggebrannt werden. Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's gewusst. Hab's gewusst. So, das Ding ist wieder useless. Ich frage mich, ob ich die Axt jetzt wirklich immer mitschleppen muss. Ich glaube schon. Hier war doch noch irgendwo eine Axt. Die große will ich nicht unbedingt mitschleppen, die ist so riesig. Na gut, ich kenne mich doch mit großen Dingen aus. Soll ich also wieder in den Keller gehen, oder wie ist das? Weil das Passwort, das kenne ich ja immer noch nicht. Komm, komm, komm. Wo? Jetzt ist die Tür kaputt gegangen. Wollen wir erstmal in den Keller gehen? Weil die Halskette ist jetzt sicherlich in den Keller verschwunden. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt unten noch irgendwie irgendwas zu tun habe. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal in den Keller. Sehen uns da um. Nicht über los. So, da ist die Halskette, seht ihr? Alles cool. So. Da haben wir die Halskette auch zusammenbekommen. Gute Aussichten auf Erfolg, Leute. Gute Aussichten auf Erfolg. Nur ich frage mich, wo kann ich mich jetzt eigentlich noch umgucken? Oben habe ich ja eigentlich alles entdeckt, also eher unten. So. In der nächsten Folge werden wir uns das Erdgeschoss nochmal genauer angucken und schauen, ob wir die zwei Sachen noch zusammenbekommen und uns dieses Deathmatch gegen die Hexe dann eben noch liefern können. Leute, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer LineTube.